sitzen wir da hier? Also die Bahnlager füllen sich nach und nach. Storage Hopper dran. So. 1, 2, 3. Dann brauchen wir da. Platz wird auch schon weniger, das ist eine Freude. Dann nehmen wir Energie. So, und jetzt bräuchten wir eigentlich nur mehr Energie. Und da. So. Du baust jetzt, oder Titanium, hast jetzt einiges angeschlossen? Ja, ich bin gerade dabei, dass ich die dritte anhänge, auf die ich da gestoßen bin beim Runterbauen. Okay. Aber da brauche ich auch wieder Energie. Damit das Ganze funktioniert, Lithium. Das holen wir uns ja von der Arbeit. Oh Gott, Lithium ist. Machen wir das dann mal fertig. Komplett voll. Nimm da ein bisschen was raus, bevor ich da. So. Sind wir da ungefähr so auf 400 circa. Okay. Das ist ja nicht die Sinnhaftigkeit, dass man es rausnimmt, sondern die Bahnlager erweitert, denke ich mal. Aber das mache ich dann im Anschluss. Siehst du, ob Titanium schon raufkommt? Achso, ich bin noch nicht ganz unten. Also noch sicher, dass es läuft. Ich. Nein, kann ich ja schon. Bin gleich im Lager unten, schau mal, ob es raufkommt. Bin gerade bei Gold. Bauen wir auch gerade drauf. Da fließt es sehr schön. Das ist nur nicht, dass irgendwo ein Pipe verdreht ist. Das ist ja. Das passiert schnell, ja. Sehr schöne Unze. So, ich glaube, ich bin hier oben. Genau. Ich bin gerade auf der Nickel Station. Kommen alle unsere Pipes rauf. Die liegt die. Also bis daher läuft es einmal. Wo ist das bis daher? Minus 66. Okay. Eins unter unsere Geschosse praktisch. Okay. Unter die wir schon ausgebaut haben. So, jetzt schauen wir mal. Da. Titanium, ne, bitte. Okay, ich komme auf das Titanium-Geschoss mit der Bahn runter. So, ja, es fließt. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jawohl. Ups. Titanium angeschlossen. So, jetzt werden wir sie mal irgendwo aufladen und ihn außer zum Aufladen bringen. Dürfte leer sein. Oh, da ist ja noch gar nichts. Na super. Okay. Eine Bahnlager habe ich keine aufgebaut. Nein, nein. Wand fehlt ja auch. Ach so. Das werde ich jetzt gleich vervollständigen auf dem Eck. Ach so, drauf da. Das wird dann nicht mehr her müssen. Kohle ist im Weg. So, dann müssen wir nochmal runter, 400 circa. Ups, das machen wir mit dem Lift. Wo ist mein Lift? Da ist er. Zerfallen. Da was zum Entladen. So, irgendwo, ja, da kommt es runter. Entladen tun wir da schnell. Ich schleppe mir da jede Menge Zeugs herum, was wir nicht brauchen. Okay. So, und dann haben wir da noch Gold und Titanium, was wir loswerden wollen. Gut, ups. Gold. So, wieder eine kleine Konstruktionswand. Das Spielchen kennt man ja schon. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
So. Titanium gehört da rein. Letzte Mal, dass wir das Handy spielen. Mhm. Eigentlich ein Blödsinn, aber gut, weg ist weg. So, die letzten paar schmeißen wir jetzt da rein in die letzte Zelle. Mal leer werden, weg ist. Ja, die letzte Zelle, das ist wie ein Müllschlucker. Hm. Der drückt alles an Erz. Gut, zum Lift und abwärts geht's. Auf ca. 400 haben wir gesagt müssen, da ist Energie. So. Hub. Einer unserer Energie-Hubs. Ja, da drüben ist das. Genau. Hm? Da drüben ist er. Ja, der eine Titanium-Erz hat er wohl schön für da hingestellt. Ah. So, da kommen wir jetzt hin. Ups. Okay. Falsches Blöckchen abgebaut. Stimmt. Nein, ich habe gerade ein bisschen Orientierungsthemen. Okay. Soll ich mir Sorgen machen? Kommst du irgendwann wieder rauf? Jojo. Minus 2000 geht es jetzt ein Base, oder? Noch weiter unten, noch weiter. Ja, okay. Grab, Anduin, Grab. Ja. Schaufel dir dein Grab. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn man dann nach oben schaut, sieht man die Tibra, wie es oben ins Loch geschaufelt. Nein. So bin ich nicht. Nein. Grab schön nach unten.
tiefer. Legt ihn tiefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Hopperei. Hopp, hopp. Ja, was gibt's zum Erzählen? Haben wir irgendetwas? Es hat sich seit gestern nicht viel getan. Im Gaming-Sektor nicht, ja. Ich habe jetzt da, bevor wir da die Aufnahme gestartet haben, mal kurz bei King's Bounty reingeschaut. Das habe ich beim letzten Mal kurz erwähnt. Das ist dieses Game, was so ähnlich ist wie Heroes of Might and Magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist doch sehr anders. Also es ist auch Rundenstrategie. Aber dann, es ist auch auf so einer Karte, wo sie halt, wo man Schätze findet und okay. Questgeber gibt's. So. Wo man dann diverse Sachen erledigen muss für die. Man baut sich genauso seine Armee auf, aber wie beim letzten Mal schon erwähnt, man hat halt keine Städteverwaltung. Man hat seinen einzelnen Helden. Und dafür ist der Rollenspielanteil wesentlich höher. Eben wie gesagt, es gibt Questgeber und man hat diverse Fähigkeiten, die man freischaltet, die dann seiner Armee zugutekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man seine Armee überhaupt, also ob man mehr wie eine Armee überhaupt irgendwann einmal hat. Schaut für mich so aus, wie wenn man immer diese einen großen Balk hat. An Armee, die man verwaltet, der immer größer wird, je nachdem wie viele Führungspunkte und so das man anhäuft. Aha. Ja, wie gesagt, ich habe nur kurz reingeschaut, bin noch nicht allzu weit. So. Spielt sich aber sehr schnell, relativ nett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der Schwerpunkt liegt halt total auf Erkundung, eben weil man diese Städte ausbauen so nicht hat. Wie schon gesagt, so viele Spiele, so wenig Zeit. Genau. Ich muss mal mit meinem Boss reden. Okay. Weil ich nicht während der Arbeitszeit spielen darf. Ja, gerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kein Problem. Okay, danke. So. Ja, was anderes abseits des Gaming. Tibor und ich schauen gerade 4 The Walking Dead. Ja. Spin-off von der Originalserie Walking Dead. Ja, ich stehe drauf. Also die ersten Folgen haben mich nicht so abgeholt. Ja, Walking Dead war mir sofort eigentlich hin und weg. Ja, genau. Da hat es uns ja schon gepackt in der ersten Staffel oder eigentlich zum Beginn der ersten Staffel, was bei uns sehr selten ist. Das war ja die letzte Serie, die das geschafft hat, war Game of Thrones und davor Lost. Ja, stimmt. Fear the Walking Dead war die erste Staffel okay. Das war es aber auch schon. Aber die zweite war dann schon wesentlich besser. Die zweite war eigentlich zu Beginn auch nur okay, weil man schon nicht mehr ganz sicher war, ob man überhaupt weiter schauen. Aber das hat dann richtig angezogen. Ja, aber die zweite Hälfte, zweite Staffel, also das hat jetzt fast Walking Dead Qualität. Ja. Stimmt. Mittlerweile haben wir mit der dritten jetzt begonnen. Ersten ein oder zwei Folgen, glaube ich, haben wir. Ne? Yep. Und jetzt kommen es gerade zu so einem neuen Standort für Überlebende. Werden wir sehen, wie es dort weitergeht. Ja, wir wollen genau. Ja da jetzt so viel verraten. Aber ja, man muss ja grundsätzlich auf das Thema Survival und Zombies stehen, weil es ist ja dann mal der Inhalt von Walking Dead. Aber ja, wenn man mit dem leben kann, ich glaube, Thematik. Das, momentan ist das schon sehr in das Thema. Es ist für die, die jetzt sagen, Zombie-Film oder so, es ist der Schwerpunkt, obwohl es eigentlich ja Zombie-Virus ist und so, aber bei Walking Dead und jetzt auch bei 4 The Walking Dead, der Schwerpunkt der Handlungen liegt halt weniger auf das Thema Zombies. Das ist so etwas, eine Gefahr, die ständig existiert, mit der sie irgendwann einmal beginnen zu leben. Ja. Aber der echte Schwerpunkt sitzt auf dem... Zwischenmenschliche. Genau. Auf einerseits den Stories zwischen den Hauptcharakteren und andererseits treffen sie ja immer wieder auf andere Parteien von Überlebenden.
so wie bei Walking Dead ja auch bei 4. Und da ergeben sie halt dann immer Abenteuer. Ich glaube, das spielt im gleichen Universum, ne? Ja, ja. Also, ja, nur die eine sind auf der Westküste. Genau. Irgendwie. Könnte natürlich auch sein, dass sich die irgendwann einmal treffen. Ja. Momentan ist es nicht absehbar, aber wer weiß. Ja, und was gibt's noch zu dem Walking Dead-Thema? Es entsteht bei Overkill. Overkill wird dann jedem etwas sagen, der Left 4 Dead gespielt hat. Das war auch so ein Zombie-Game, aber halt kein Survival-Game wie Seven Days to Die, sondern eher so ein Shooter, wo man durch Levels halt sich durchgekämpft hat und immer so Zombie-Horden gekommen sind, die man erledigt hat. Konnte man Coop spielen und man konnte es sogar Coop versus einer anderen Player-Gruppe. Und zwar war immer eine Fraktion die Spieler, die durch den Level gekämpft haben, und die andere Gruppe an Gamern waren oder haben die Rolle von Zombies übernehmen können. Da gibt es ja neben den Standard-Zombies, gibt es bei Left 4 Dead so Spucker und ja, also diverse Zombies halt mit irgendwelchen Fähigkeiten. Und die konnte man dann spielen. Und Overkill hat eben Left 4 Dead gemacht und auch PD. Kennen Sie ja schon bei uns. Ja. So, da kommt es irgendwo auch und drüber. Und die bauen, oder ja, sind gerade dabei, ein Walking Dead Game zu entwickeln. Ah, ja. Ich tippe mal sehr stark darauf, dass das sehr ähnlich sein wird wie Left 4 Dead und wie PD. Weil sie bis jetzt eigentlich noch nichts anderes erzeugt haben als wie solche Games, glaube ich. Also zumindest ihre großen Erfolge. Okay. Da zu Games. Ich kleide das dann mal aus, dann wird das echt spannend wird, ob es eher so ein Level-Charakter werden wird, Walking Dead for Overkill, so wie es Left 4 Dead eben ist, oder ob es eher so wie PD wird, dass man quasi eine Karte hat. In PD ist es ja überschaubar, weil man ja nur diese Heist-Karten hat, aber das könnte auch so Mini-Open-Worlds werden. Also so Open-World-Hubs praktisch. 2, 3, 4, 5. So ähnlich wie es bei Witcher 2 war und ich glaube auch bei Witcher 1 war es so. Da war ja nicht eine riesige Open-World, sondern einzelne Open-World-Abschnitte. So, dann bauen wir da gleich. Ich bin schon sehr gespannt, was sie da draus machen. Mir hätte ja sehr gefallen, ein richtiges Open-World-Sandbox-Survival-Game. Aber das wird es angeblich eher nicht. Also werden wir sehen. So, jetzt muss ich mal schauen, wo wir den hingebaut. Da glaube ich steht er, oder? Ja, genau. Da muss ich dann nach unten. So. Jetzt holen wir da die Energie. Ja, wo spielt dieses Walking Dead Game? Das spielt auch auf der Ostküste. Und während Rick, also der Hauptcharakter von Walking Dead mit Michonne und so weiter, die sind ja unterwegs in, hast du das gemerkt, Atlanta, glaube ich, oder? Boah, das kann sein, ja. Keine Ahnung. Ich überlege jetzt gerade. Das weiß ich sehr ehrlich gesagt gar nicht. So. Ja, das Game spielt auch auf der Ostküste, aber im Großraum Washington. Also man wird in der Stadt Washington unterwegs sein und Umland. Ah ja. Wo dann entweder diese Levels oder diese Open World Hubs spielen. Sehr toll wäre gewesen, so Richtung Seven Days to Die, wenn es so irgendwie. Ja, aber das wäre dann wieder irgendwo, glaube ich, ein bisschen Kopie. Baseball und so weiter. Mhm. Ja. Mhm. So. Ja, ich bin dann schon. Das da mal vereinfachen. So, gleich haben wir das Titanium auch angehängt. Und dann hätten wir auch 3 Folgen fertig. Insgesamt sind wir jetzt auf 1 Stunde und 8 Minuten. Cool, ich bin mit Lager fertig. Perfekt, oder? Ach Kack, jetzt bin ich da daneben. Was denn?
So, ich muss da noch schnell. Wo sind die Steinblöckchen da? Da kommt noch. Och, schon. So, eine Pipe hin. So. So. Dann hier ein Hopper. Hey, ich glaube, und jetzt kommt wieder Farmarbeit, ne? Bevor wir wieder irgendwas aufnehmen. Das möchte ich schon, dass das angekinkt ist. So, jetzt weiter unten, das heißt dahin gehen wir. Das da können wir eigentlich so lassen, wie es ist. So. Also etwas, was ich da wirklich sehr vermisse, ist XYZ-Koordinaten. Ja. Das ein bisschen Orientierung. Dieses Hintasten immer, wenn man wo gezielt hinbaut, das ist. Die so. Tiefenangabe haben wir ja. Das wäre halt nicht schlecht, wenn man die anderen zwei Koordinaten dann sehen würde. Cool. Verstehe nicht, warum man das bis jetzt nicht integriert hat. Die Entwickler. Aber okay. Ich glaube, es gibt einen Mod. Muss ich mal nachschauen, ob die aktualisiert worden ist. Dann spielen wir sie die an. So, ich hüpfe nach oben und ich bin's dann für diese Session. Yep. Bei mir ist es den Laser da noch. Den lassen wir dann nach unten und dann trifft er da genau auf die Power Storage da unten. Zack, 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 zack. Ich könnte dann noch eine Abzweigung für die harten Maschinenblock bauen. Trifft er jetzt da drauf oder nicht? Jo, schaut gut aus. Schaut gut aus. Warum tut sie da nichts? Ah, es tut schon. Ja, Spitze. Sehr schön, der ist auch angeschlossen. Achso, das war jetzt ein bisschen Blödsinn, muss ich drauf. Das kann ich nicht machen. Oh. Da kommt nichts rein. Okay, das geht alles nach oben. Gut. Dies. Mhm. Von meiner Seite. Okay. Ich wär's. Na gut. Drei Titanium-Erzlager, Erzressourcen sind angeschlossen. Alles läuft. Automatisiert. Sehr schön. Ja, alles wie es sein soll, glaube ich. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir auf die Suche nach Erze gehen, damit wir unsere Pipes, die wir da jetzt in mühsamer Arbeit gemeinsam erstellt haben, dementsprechend Erzressourcen anhängen. Mhm. Damit und dann unsere Produktion aufbauen da oben. Genau so ist es. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.